Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2. Ja, in der letzten Folge haben wir uns doch schon erhebliche Probleme eingehandelt. Würde ich das mal nennen. Steve und Derek leben nicht mehr. Dank uns. Wir haben jetzt, ich glaube, $22.000 zusammengekratzt. Brauchen also noch ein bisschen. Ich würde jetzt einfach mal zum Schrottplatz fahren. Und gucken, ob wir da irgendwas machen können, weil das ist so ziemlich der... Das ist doch so ziemlich der einzige, der hier auf der Karte gerade angezeigt wird, ne? Zu Hause? Achso, und das ist Joe, ne? Ja. Ansonsten ist hier Waffenläden. Das hier ist... Ja, Harry. Ja, das wär's dann auch schon. Das ist... Ja, nur der Schrottplatz. Alter. Mhm. Hupe haben wir. Schön. Ich hoffe, diese Karre ist ein bisschen was wert. Und so wahrscheinlich nicht mehr. Bremsen kann er auf jeden Fall nicht. Scheiße. Ich hasse euch alle, Alter. Verdammte Scheiße. Ja. Okay. Was? Raube Läden aus? Was stand da? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen will. Also irgendwie will ich das schon machen, aber... Naja. Egal. Ich fahre erst einmal zum Schrottplatz und dann können wir von mir aus irgendwas ausrauben. Ich hoffe mal, dass beim Schrottplatz bringt irgendwas. Ich habe das, was da oben stand, gerade nicht so ganz lesen können. Ich habe es zu spät gesehen. North Millville. Alles klar. So. Und sonst so? Warum gibt es keine Schnellreisefunktion? So eine schöne Schnellreise mit Autofunktion. Hätte man ja vielleicht nachträglich mal... Aber egal. Egal. Ich will jetzt hier nicht meckern. Ich meine, ich meckere zwar, aber ich will es nicht. So. Okay, einmal rechts. Dann nochmal rechts. Also die nächste. Also ich muss ehrlich sagen, wir waren schon länger nicht mehr da. Also wirklich schon länger nicht mehr. So. Alter, diese Bremsen. Bremsen des Todes, ey. So. Nimmst du das Bedienfeld um? Ja, ja, bla bla. Mal aussteigen, bitte. Wow. Verdammt, sind... Ich hoffe, da gibt's Kohle für. Was? Naja. Ich hoffe, er beschwert sich nicht darüber. Achso. Nö. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich den Führerschein gekriegt habe. Also damals hätte ich vielleicht sogar gar keinen gekriegt. Okay, da stand sogar Bringer Autos zu ihm. Okay. Ja. Kriegen wir hin. Da vorne ist irgendwo direkt die Straße.
sehr schön. 421. Oh, wir sind ein Verschrotter. Cool. El Verschrotto, Verschrotto. Hallo. Moin. Hast du vielleicht so Kohle für mich? Ah, das funktioniert ja gut. Das funktioniert ja gut. Hat er hier noch irgendwo eine Karre rumstehen? Oder muss ich jetzt erst auf Vehikeljagd gehen? Da hinten steht was, aber der sieht ziemlich fertig aus, ne? Ja, nee. Eher nicht. Naja. Steht hier irgendwas drin? Hallo. Da war was. Was war da? Irgendwas war da. Aber was? Hallo? Hallo. Achso, das ist gar keine Tür. Na gut, dann war da wohl doch nichts. Tür schließen, ja. Schön. Erstmal gucken. Steht hier hinter noch was? Das ist auch so ein ausgeschlachteter Kackwurstwagen. Ja. Eher nicht so, ne? Der hat noch zwei Räder, aber leider nur vorne. Nicht hinten, vorne. Vorne. So, der Junge hat mal eine vernünftige Ausdauer. Der hat mal eine richtige Ausdauer. Frage. Passt der da rein? Ich glaube eher nicht, ne? Ich glaube nicht. Gehen angesehen. Ja, das könnte jetzt einige Minuten in Anspruch nehmen. Ach nö. Ach nö, wir haben das ja. Ach so. Schon 26.000. Also theoretisch sollte so eine Macke egal sein, weil der wird ja sowieso verschrottet. Das könnte eventuell den Preis mindern, wenn wir sehr viel Blech und Metall auf der Straße verlieren, aber... Oh, ein weiter. Jetzt wäre ich fast in seine Bude gefahren. Hallo. It's a me. Vito Scarletta. So. Benutze das Bedienfeld ein letztes Mal. Oder? 27.500, scheiße. Ey, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Lalalalalala. Ich will es gar nicht ausprobieren. Besser nicht. So, eine Karre holen wir uns noch. Da war ich wieder ein bisschen voreilig. Aber nur ein bisschen. Nö. Ja. Ich hoffe, der Polizist da hinten hört das nicht. Danke. Ja, ja. Entschuldigung. Das mache ich immer so. Das macht die Jugend von heute so. Das ist in, modern, cool. Wo bin ich? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ernsthaft, was mache ich hier? Warum? Egal. Egal. Ach, da hinten. Hä? Ja. Oh Mann. So, jetzt müssen wir noch ein Auto klauen, um hier wieder wegzukommen. Oder es gibt eine Cutscene.
Ich weiß es nicht. Scheiße, kriegen bestimmt wieder Stress, weil der Typ Zinsen haben will, ne? Das doppelt. 100.000 Dollar haben. Triff dich jetzt mit Joe. Ja, nee, ist klar. Das nächste Auto. Es ist gerade ein bisschen. Naja. Anstrengend. Wo müssen wir hin? Oh, so weit ist das ja gar nicht. Nehmen wir uns einen kleinen LKW. Oder den einzigen LKW, den es hier in diesem Spiel gibt. Ja, ey. Verfolgung aufgenommen. Alles klar. Ja, alles klar, würde ich auch so sagen. Ein bisschen hier aus dem Sichtfeld. So. Damals war das halt so, ne? Da hast du Scheiße gebaut und wenn man dich nicht mehr gesehen hat, hatte man auch keinen Bock, dir hinterher zu laufen. Und dann wurde die Anklage fallen gelassen. Ja. Heute kannst du das nicht mehr machen. Nö. So, einmal rechts ab. Ja, klar, ich würde auch direkt bremsen. Trolle. Naja. Hallo. E-Beams. Im LAW. So, wir müssten gleich da sein. Soweit war das, glaube ich, gar nicht. Wir hatten ja gerade mal geguckt. Heck da. Achso, wir treffen uns bei Joe. Okay. Ernsthaft noch hochlaufen? Dieser Faule, ich hätte noch anrufen können, dass er runterkommt, oder? Wir müssen doch sowieso runter. Soweit ich weiß. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Wo war das? Erste Etage, zweite Etage? Achso, das ist schon die dritte Etage. Ja, gut. Hallo. Mr. Barbaro. Joe war nicht zu Hause. Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten. Also ging ich noch was essen. Oh oh. 2 Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. Na super. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Ja, vielleicht. Ach, scheiße. Vielleicht sind doch die Familien dahinter gekommen, was wir mit den Chinesen gemacht haben. Eventuell. Was mache ich? Ach, egal. Laufen wir einmal rum. Joe hat bestimmt auch schöne Autos. Piccola Italia? Oder was steht da? Gut. Was haben wir denn hier? Irgendwas Schnuckeliges, Schnelles? Komm, nehmen wir. Schnuckelig und schnell. Hat eine recht ansehnliche Hupe. Warte mal, das Falken war hier. Ach nee, das Falken war dieser Nobelschuppen, ne? Der war ein kleines Stück weiter. Da ist er wieder. Diese geniale Technik beim Überrotfahren. Einfach hupen. Klappt ja bei Einsatzkräften auch. Hallo. Okay. Einmal
hier rum. Einmal da rum und dann nochmal rum und wahrscheinlich nochmal irgendwo rum. Uiuiuiui. Also ich finde, dieses schlichte weiße Hemd sieht immer noch am besten aus. Nicht so ein dämlicher Anzug mit Hut, keine, naja, dämliche Lederjacke oder so ein komisches Hawaii-Hemd-Kack. Alter! Da hätte man auch mit rechnen können, ne? Oh, Tank- oder Milchlaster? Geiler Scheiß. Geh weg da. Buschmann. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, was einen hier jetzt erwartet. Ich weiß, dass... Egal, reden wir jetzt nicht drüber. Das wäre ein zu großer Spoiler. Oh Gott, das gibt auf die Fresse. Richtig auf die Fresse. Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Naja. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tongs. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wäre es erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Ja. Ja. Ich versuch's mal bei Giuseppe. Der kriegt so einiges mit. Ab nach Giuseppe. Alter. Wir kriegen so aufs Fressbrett, ne? Scheiße. Weg da. So, gehen wir durch den Busch durch. Moin. So, nicht zu schnell fahren. Da ist Polizei. Ich hoffe, die sieht uns nicht. Alter, ist die Karre flott. Hui. Meine Fresse. Wer war da nochmal Giuseppe? Waffenladen? Nee, ich glaube, Waffenladen war Harry, oder? Giuseppe war die Bar, Kneipe-Bar. Von der ersten Familie. Weg da. Oh, ich weiß es nicht. Ach, hier der. Achso. Der Einkaufsladen. Entschuldigung. Falsche Taste. Giuseppe. Hey Giuseppe, ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo Vito. Ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin? Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße! Stimmte was er nicht? Naja... Sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Mhm. Im Geschäft umsehen. Haben wir Dietricher, haben wir... Position voll... F-Spezial, 45 Munition. Nein, im Moment keine Money für. Scheiße. Oh.
Ich wollte gerade sagen, Joe kann nichts passiert sein, weil ein DLC. Joe's Adventure heißt das, glaube ich, ne? Wow. Ich bin so unfassbar gut. Ja, weil das ja noch mit Joe spielt, aber das ist ja, glaube ich, nur in der Zeit, in der wir im Knast waren, ne? Glaube ich. Ach, Leute, ich weiß es nicht. Huch. Hallo. Läuft. Entschuldigung. Mona Lisa Restaurant. Okay. Ich weiß, jetzt 21 Minuten, aber das machen wir noch eben. Wenn sich das nicht so hinzieht. Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Tag, Leute. Unglaublich, der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also, dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Bin unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Wir hatten dich gar nicht erwartet. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung. Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Und wo du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen. Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Leute, Alter. Scheiße! Was geht hier vor, Joe? Die Arschlöcher sind nur kurz pissen. Toll. Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Furz, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich könnte es ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Vito. Was ist hier los? Warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schlitzaugen laufen Amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, mich umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Ich bin zu alt für diesen Mist. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz Ohr. Mr. Vinci, ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir. Joe und ich haben nichts damit zu tun. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist Ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was für ein Jammer. Na endlich. Jetzt aber schnell. Wir müssen was unternehmen. Gut. Vielleicht gibt das Rohr nach. Komm, hilf mir. Allein schaffe ich's nicht. Okay. Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Nochmal! Eins, zwei, drei! Leck mich! Dreckiges Asch! Komm her! Witze. Ja, Leute. Das, wir sind wirklich unbewaffnet, Alter. Ist gar nicht mal so gut gelaufen. Hätte man aber auch mit rechnen können. Also, ne. So, ich werde jetzt ein bisschen die Aussicht genießen und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.